Mitten in Saarbrücken-Burbach. Wir stehen am Innovationscampus. Hier ist ein nagelneues Haus gebaut worden. Dort arbeiten jede Menge Leute und es sind Spezialisten ihrer Art. Und sie haben etwas ganz Besonderes. Sie haben etwas zu tun damit, wenn man geblitzt wird. So kann man das eigentlich so mehr oder weniger zusammenfassen. Wenn Sie sich mal kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Hans-Peter Grün. Ich bin Geschäftsführer und Leiter des Unternehmens hier auf dem Campus, auf dem Innovationscampus. Wir beschäftigen uns mit der Blitzerei an sich, mit dem, was sich im Straßenverkehr abtut, zu schnell fahren, zu dicht auffahren, Rotlicht und alles, was sonst noch technisch erfasst wird in der Verkehrsüberwachung. Das heißt, wenn ich ein Schreiben bekomme, wo drauf steht 53 km/h und es war nur 30 erlaubt, dann könnte es sein, dass es unter Umständen auf Ihrem Tisch landet. Das kommt ganz auf Sie an, ob Sie zugeben, bestätigen, dass es so gewesen ist und das, was als Sanktion vorgesehen ist, halt annehmen und akzeptieren oder aber, ob Sie der Meinung sind, dass hier etwas nicht in Ordnung gewesen ist mit Ihrem Messvorgang, Sie dagegen Widerspruch einlegen und ein Verfahren betreiben wollen, um zu klären, ob denn jetzt hier alles richtig ist, ja oder nein. Was auch zulässig ist, man darf sich ja dagegen wehren. Ja, man darf sich im Grunde genommen gegen alles wehren, was als behördliche Maßnahme auf einen zukommt. Die Frage ist natürlich, die Sie selbst entscheiden müssen, will ich das? Lohnt es sich? Ist es eine Sache, die angemessen ist? Vor allen Dingen habe ich Zweifel daran, denn die meisten Leute, die geblitzt werden, nehmen das nicht so wahr, wie es tatsächlich von der Behörde ihnen vorgeworfen wird. So, Sie haben einige Söhne, zumindest mal zwei stehen jetzt hier, wenn Sie sich mal kurz vorstellen. Mein Name ist Michael Grün, ich bin Assessor des Rechts und auch Geschäftsführer hier in der VOT Sachverständigengesellschaft. Genau, das heißt, Sie sehen das Ganze aus der Sicht eines Juristen so ein bisschen? Das ist richtig, ja. Ich sehe mich selber auch so ein bisschen als der Übersetzer zwischen den Technikern, die bei uns arbeiten, und dann unserer Kundschaft. Das sind in aller Regel Rechtsanwälte. Und Sie sind Physiker? Ich bin Physiker. Mein Name ist Matthias Grün, ich bin technischer Direktor der VOT. Ich bin so für die Technikfrickeleien zuständig. Ich habe eben noch aus Spaß gesagt, etwas bauen könnten Sie ja jetzt nicht, aber auch da haben Sie gesagt, nee, der Großvater... Ja, fürs Hausbauen, genau, ist der Vater zuständig. Das heißt, Sie kennen sich gut aus. Ich zeige es mal ganz kurz zu dritt, bevor wir ins Eingemachte gehen. Es ist relativ kalt, wir gehen mal rein kurz. Ja, Sie haben ein ganz neues Gebäude, das haben Sie bezogen jetzt Anfang Januar, oder? Anfang Januar war Umzugstermin, also mit Beginn des neuen Jahres sind wir hier, haben wir hier die Arbeit aufgenommen. Stark. Wie viele Leute haben Sie denn? Zurzeit sind bei uns 25 beschäftigt. Wir sind aber wie jedes Jahr dabei, jetzt im Augenblick die Auswahlverfahren zu betreiben im Haus, da wir wieder sowohl kooperative Studien in unserem Unternehmen begleiten wollen, als auch die Ausbildung zum Bürokaufmann, Bürokauffrau hier bei uns betreiben im Haus. Auszubilden. Das heißt, der Markt ist wahrscheinlich groß, also an Leuten, die geblitzt werden. Oder Sie machen nicht nur Blitzer, Sie machen auch alles rund ums Verkehrsrecht, wo entsprechende Geräte eingesetzt werden, die geeicht sind, wo alles ganz genau geht. Das Themenfeld ist sehr breit gefächert und es erweitert sich eigentlich immer. Wir sind da sehr, sehr flexibel, auf den Markt zu reagieren. Das, was früher nur einfach ein Blitzervorgang gewesen ist, das hat heute einfach damit zu tun, dass wir zugelassene Geräte, wir beschäftigen uns also auch mit der Zulassung, korrekt angewendete Messgeräte, die aber auch richtig geeicht sind. Das heißt, alle Regeln, die irgendwo im Verfahren aufgestellt worden sind, von der Zulassung bis zur Auswertung bis hinein ins Gerichtsverfahren, die sind uns bekannt und wir kennen die Schnittstellen. Wir suchen die Schwachstellen und versuchen natürlich genau dort einzuhaken und dort unsere Zweifel an einem korrekten Ablauf in einem Verfahren auch zu artikulieren. Genau, Sie selbst waren vorher auch mal bei einer staatlichen Behörde. Sie waren nämlich... Ich bin 30 Jahre lang Polizeibeamter gewesen, auch viermal Dienststellenleiter verschiedener Verkehrsüberwachungsdienststellen, insbesondere auch 5 Jahre Leiter des Technischen Kommissariats hier im Saarland und dann halt für Ausbildung, Beschaffung, Anwendung von Messgerät und auch Umsetzung der Ergebnisse zuständig gewesen. Genau, das Verfahren ist recht komplex. Wir haben uns heute darauf geeinigt, dass wir mal versuchen, die Story mal ein bisschen umfänglicher zu erzählen. Es blitzt oder früher hat man nur die Polizei geblitzt, sage ich jetzt mal so. Das ist richtig. Es hat mit Sicherheit damit angefangen, dass die Polizei als Ordnungsbehörde die Verkehrsüberwachung des fließenden Verkehrs durchgeführt hat. Das hat sich dann vor ein paar Jahren geändert. Da wurden dann auch den Kommunen diese Möglichkeit eröffnet.
Die nehmen das jetzt aktuell natürlich auch sehr gerne wahr. Das ist für die ein oder andere Kommune mit Sicherheit mittlerweile ein sehr einträgliches Geschäft auch. Es gab sogar Dienstleister, die haben die Bilder ausgewertet. Das Ganze wurde vor kurzem verworfen. Ja, das ist richtig. Das kommt dann wiederum noch ein bisschen drauf an, wo man sich in der Republik befindet. Zumindest im Saarland, glaube ich. Ja. Zumindest im Saarland haben wir einen sehr ausführlichen ministeriellen Erlass, wie die Einbindung von Privaten in die Verkehrsüberwachung durch die Kommune auszusehen hat. Da ist relativ detailliert beschrieben, was der Private machen darf und was er nicht machen darf. Das ist nicht in allen Bundesländern so, aber da gibt es durchaus auch ganz gewichtige Meinungen, auch in der Rechtslehre, dass sich schon aus der Verfassung eigentlich ergibt, dass die Privaten da nur sehr restriktiv einzusetzen sind, weil die Verkehrsüberwachung eine hoheitliche Aufgabe ist und diese hoheitliche Aufgabe nicht ohne weiteres dann auf Private übertragen werden darf. So, es gibt Zulassungsverfahren. Es hat sich was maßgeblich geändert im Jahr 2015. Es gab früher mal eine staatliche Stelle, oder die gibt es immer noch, aber die ist jetzt irgendwie nicht mehr zuständig dafür, die Geräte zuzulassen. Wenn Sie mich da mal kurz in Szene setzen. Was war früher mal, was ist heute? Okay. Früher war es so, durch das alte Eichgesetz war die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, kurz PTB, als Bundesoberbehörde dafür zuständig, Gerätebauarten zur Eichung zuzulassen. Das heißt, sie hat als Bundesoberbehörde staatlich dafür garantiert, dass Messungen von Messgeräten, die ordnungsgemäß eingesetzt werden, 100% verlässlich sind. Das heißt, der Staat selber hat eine staatliche Behörde beauftragt, die hat geguckt, funktioniert das alles? Also ist das alles zulässig, so eine Art Prüfungseinheit? Genau, der Staat stand mit der PTB dafür ein, dass die Messungen hoffentlich ordnungsgemäß und vertrauenswürdig sind. Genau, so, das gibt es jetzt nicht mehr. Das heißt, man kann sich heute als Hersteller von so einem Gerät selbst jemand aussuchen, der zugelassen ist? Nach dem 01.01.2015 gibt es das neue Mess- und Eichgesetz. Da gibt es diese Funktion der PTB nicht mehr als Bundesoberbehörde. In der PTB wurde eine Konformitätsbewertungsstelle eingerichtet, die jetzt als Privatunternehmen dafür dieselben Prüfungen durchführt, aber eben als Privatunternehmen dafür einsteht, dass die Messungen in Ordnung sind. Genau, das hat eben jetzt im Vorgespräch, da haben Sie so ganz leicht gelächelt dabei. Und das heißt, also jemand, der so ein Gerät herstellt, kann sich jetzt jemand aussuchen, der es prüft. Das ist der Plan, denke ich, der hinter diesem Mess- und Eichgesetz steht. Die PTB, die hat nur so lange diese Funktion als Konformitätsbewertungsstelle, bis sich ein Mitwettbewerber auf dem Markt meldet. Mhm. Also es soll privatisiert werden. So, und das hat ja, ich sag mal, Vor- und Nachteile in der Privatisierung. Jeder schreit nach Privatisierung, aber jetzt sind wir ja in einem höchst hoheitlichen Bereich, sage ich mal. Jetzt wird geblitzt. Jemand muss eine Strafe zahlen. Die Behörden, ich sag mal, also ist jetzt nicht nur der Staat selber, der blitzt, sondern auch die Kommunen, die blitzen. Es gibt auch Länder, da werten andere Firmen die Bilder aus, sage ich jetzt mal. Das heißt also, irgendein Privatmann sitzt da, sieht da einen, gut, Datenschutz hin oder her, ja, und macht dann die Aufgabe für die, also alles möglichst günstig. Da gibt es natürlich jetzt Grenzen, haben wir eben erfahren, die dürfen das nicht. Aber jetzt kommt ja was ganz Spannendes zu Tage. Das heißt, die Zulassung des Gerätes, ich kann mir jemanden aussuchen, der das prüft. So, und der kann auch aus der normalen Wirtschaft sein. Das heißt, jemand, der das Gerät herstellt, Zeiss zum Beispiel, Jena und so weiter, kann sich jetzt jemand aussuchen, der ihm gefällt. Ist das so richtig? Prinzipiell können Sie natürlich immer beauftragen, dann, wenn wir einen freien Markt haben, wen Sie wollen. Nur eines muss man klar und deutlich sagen, gegenüber staatlichen Behörden sind Privatunternehmen, die sich solch schwierigen Aufgabenbereichen widmen, schon sehr stark durch Regelwerke gebunden. Sie unterliegen auch ständigen Qualitätsprüfungen und wenn da mal Fehler unterlaufen, da wird also alles dokumentiert, das muss man mal gesehen haben, wie das in solchen Betrieben, in solchen akkreditierten Unternehmen abläuft. Da wird also alles auf den Prüfstand gestellt, da wird alles dokumentiert, da wird alles archiviert, da wird alles offengelegt, das ist also alles steht zur Verfügung und wenn da mal irgendwo ein Blatt Papier in die falsche Ecke gelegt worden ist, dann ist das nachvollziehbar. Nicht nur, wann es passiert ist, wo es passiert ist, sondern auch, wer es getan hat. Das heißt, vor diesen privaten Prüfungen in diesen Unternehmen braucht man eigentlich weniger Angst zu haben als vor einer behördlichen Prüfung, wo man nicht immer weiß, wie es abgeht, vor allen Dingen, weil es dokumentiert und öffentlich gemacht wird. Und der Nachteil bei diesen behördlichen Prüfungen, gerade in diesem
OWI-Verfahren bisheriger Art oder in diesen Zulassungen bisheriger Art ist. OWI heißt? Ordnungswidrigkeiten verwahren. Knöllchen, ja. Den Bußgeldverfahren ist halt so, dass nichts offengelegt wird, wie diese Zulassungsverfahren im Detail betrieben worden sind, was im Detail geprüft worden ist. Alles bleibt hinter verschlossenen Türen und wird in den ganzen Verfahren, die wir begleiten, jetzt in den letzten 10 Jahren, immer unter dem Kapitel Betriebsgeheimnis halt eben unter Verschluss gehalten. Und das klappt aber nicht immer mit dem Betriebsgeheimnis. Ab und zu kommen die Gerichte und sagen, das Recht. Ja, es wird sich leider viel zu selten, sag ich mal, auf diesen Grundsatz berufen. Also wie wir gerade gehört haben, die Herausgabebereitschaft an Informationen ist in diesem OWI-Bereich ist sehr gering. Dem entsteht allerdings eigentlich eindeutig BGH-Rechtsprechung entgegen, die ganz klar besagt, dass in Straf- und OWI-Verfahren Herstellergeheimnisse beispielsweise hinter dem Bedürfnis nach Wahrheitsfindung zurückzustehen haben. Jetzt kommt was ganz Besonderes. Sie schaffen es meistens zu Ihren Urteilen. Sie haben gerade ein wegweisendes Urteil für Sie zumindest von einem Amtsgericht erreicht. Da ist eine ganz bekannte Anlage. Wenn Sie mir gerade noch mal den Namen sagen. Also es ging da um ein XV3-Messgerät. In dem Verfahren waren allerdings nicht wir beauftragt, sondern andere Sachverständige. Wobei wir uns da schon mit den anderen Sachverständigen eigentlich ziemlich auf einer Front sehen in diesem Kampf um Informationen. Da ging es um das Messgerät XV3 und da hat das Amtsgericht Jülich entschieden, nach eingehenden Prüfungen, bei denen unter anderem auch ein akkreditiertes Unternehmen hier aus dem Saarland mit involviert war, hat entschieden, dass die ursprüngliche Gerätezulassung, die von der PDB in ihrer Funktion als oberste staatliche Behörde ergangen ist, nach altem Eichrecht, dass diese Zulassung unrechtmäßig war, weil Prüfungen nicht vollständig ausgeführt worden sind. Das ist recht schlimm für jemanden, der so ein Gerät noch einsetzt. Das heißt, die Zulassung ist nicht mehr gültig, sagt zumindest mal das Amtsgericht. Wenn man diesem Urteil folgen würde, konsequenterweise müsste man sagen, die Zulassung ist nicht mehr gültig. Und damit wären alle diese Messgeräte auch nicht mehr zur Eichung zulässig, weil nur zugelassene, von der PDB zugelassene Geräte auch geeicht werden dürfen. Ja, jetzt ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Das heißt, die Behörden legen gerne mal Rechtsmittel ein, aber nur bis zu einem gewissen Punkt, oder? Ja, bisher ist es so, dass jetzt, sage ich mal, von der wegweisenden Entscheidung des BGH in der Vergangenheit zum standardisierten Messverfahren abgesehen, der Rechtsweg eigentlich sich immer bei den Oberlandesgerichten erschöpft. Und seit der Einführung dieses standardisierten Messverfahrens, so nennt sich das in der Rechtsprechung des BGH, die Oberlandesgerichte doch auch sehr bedacht darauf sind, den Status quo in diesem Bereich beizubehalten. Das Problem ist allerdings, dass sich die Technik dieser Messgeräte immer weiterentwickelt hat und mittlerweile viele Messgeräte dann auf dem Markt sind in einer Art und Weise, die mit dem Gedanken dieses standardisierten Messverfahrens in seiner ursprünglichen Form eben nichts mehr zu tun haben. Die aber vielleicht exakt genauso heißen, ist aber ein ganz anderes Gerät quasi, oder? Nein, es geht da vor allem um die Art der Beweissicherung. Ne? Während die Rechtsprechung des standardisierten Messverfahrens sich zu einer Zeit entwickelt hat, wo wir vor allem analoge Fotografie hatten, also wo wir tatsächlich noch einen Nassfilm auch in der Hand hatten, der das Beweismittel war, haben wir mittlerweile digitale Messverfahren. Das heißt, die ganzen Messvorgänge werden in Messdateien abgespeichert. Und von diesen ganzen Informationen, die diese hochentwickelten Geräte aufzeichnen während so eines Messvorgangs, wird nur ein ganz kleiner Bruchteil, nämlich das Beweisbild und der vorgeworfene Geschwindigkeitsmesswert. Das war's. Also die ganzen Rohdaten? Der Rest, die Rohmessdaten werden in aller Regel, es gibt nur ein Messgerät, wo diese Rohmessdaten noch abgespeichert werden. Bei allen anderen Messgeräten werden diese Daten nicht abgespeichert oder sogar aktiv mit Nullen überschrieben. Jetzt frage ich mal ganz kurz, was hat denn das für einen Sinn, dass die Rohdaten nicht mehr abgespeichert werden? Das macht an sich aus technischer Sicht überhaupt gar keinen Sinn. Es war mal so früher, oder? Es war, im Fall des XV3 war es so, dass Rohmessdaten abgespeichert worden sind. Das ES3.0 speichert immer noch Rohmessdaten ab. Da ist auch für den Techniker möglich, die Auswertung irgendwie nachzuvollziehen und unter Umständen gewisse Effekte zu sehen, die irgendwie die Messwertbildung beeinflusst haben könnten, also die zu einem Messfehler geführt haben. Mhm. Aber bei allen anderen Messgeräten ist das eben nicht möglich. Es macht aus der
von der Perspektive aus, von dem Standpunkt aus keinen Sinn, Rohmessdaten nicht abzuspeichern oder sogar aktiv zu überschreiben. So, jetzt frage ich mal jemand, der sich vor 11 Jahren entschlossen hat, die Pension an den Nagel zu hängen, sich selbstständig zu machen, der heute gesagt hat, er wird es immer wieder tun, ja. Warum werden denn Rohmessdaten zu den Bildern gelöscht? Das hat mit einer gesunden Grundeinstellung eines Polizeibeamten, der eine gute Arbeit leisten will, nichts zu tun, Rohmessdaten zu löschen. Okay. Das muss man klar und deutlich sagen. Ich führe auch noch viele Gespräche mit ehemaligen Kollegen und das wird auf sehr breiter Front so gesehen. Okay, das heißt, man will als Polizeibeamter, will man ja, wenn wir auf dieser Ebene mal bleiben, man will im Gerichtssaal klar darlegen, warum man diese oder jene Entscheidung getroffen hat. Das nennt sich dann Beweisführung. Und in diese Beweisführung gehört alles hinein, nicht nur das, was irgendwo vorgeschrieben ist, sondern man hat die Pflicht, Beweismittel zu suchen, sie zu sichern, ordnungsgemäß und nachvollziehbar zu sichern und sie in beweiskräftiger Form dem Gericht zur Entscheidung später vorzulegen. Das ist eine ganz gesunde Arbeit, das gehört überall hin. Da gehört alles dazu, was ich protokollieren kann und muss, wie ich mein Gerät aufgebaut habe, ob das jetzt festgeschrieben ist, ja oder nein. Da schreibe ich einfach hin, was ich getan habe, um den Betrieb ordnungsgemäß aufzunehmen. Das gehört dazu. Und jeder Polizeibeamte, der später im Gerichtssaal steht, der weiß ja auch, dass er befragt wird. Und für ihn wäre es das Allereinfachste, es käme jemand, macht die Datei auf, rechnet den Wert nach und legt dem Gericht dann hin, das waren 143, das waren nicht 175 oder 120 oder irgendwas, das waren 143. Damit hat sich jede Befragung des Zeugen erübrigt. Er hat eine ganz einfache Situation, er hat da gestanden, hat gemessen, hat ein Ergebnis und das lässt sich nachvollziehen. Und sobald sowas nicht mehr nachvollziehbar ist, da beginnt eigentlich in jedem Verfahren die Diskussionsphase, wie könnte, sollte, würde, hätte es gewesen sein. Dann versucht man, ein Ergebnis herbeizuzaubern, aber ohne Beweismittel können Sie es nicht prüfen und Sie können eigentlich nicht mehr anhand von Fakten entscheiden. Und deswegen jeder, der das vernünftig betreibt, der wird dem zustimmen, dass ohne eine anständige Beweisführung, und da geht halt das Nachvollziehen von Geschwindigkeitswerten hin, der wird das wollen und der wird das befürworten und der wird nicht dafür stimmen, dass man sowas jetzt in irgendeiner Form weglöscht. Jetzt muss ich Ihren Sohn mal gerade fragen. Jetzt machen Sie das Ganze seit 11 Jahren. Ich nehme an, Sie sind etwas später hinzugekommen, oder? Ich bin seit jetzt 2 Jahren in Vollzeit hier mit dem Unternehmen. Genau. Was macht denn das für einen Sinn, die Beweismittel nach? Also das war ja mal eine Zeit, da waren die alle noch drin und jetzt auf einmal sind sie weg. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die müsste man dem einen oder anderen Gerätehersteller dann vielleicht mal auch stellen. Es muss ja dann eine Anforderung gegeben haben, wo es dann heißt, wir brauchen das nicht mehr. Nee, es gab mit Sicherheit nie eine Anforderung, dass das nicht gebraucht wird. Ganz im Gegenteil, es gibt den Verkehrsgerichtstag in Goslar. Das ist eine der größten Veranstaltungen zu dem Thema Verkehrsordnungswidrigkeiten. Da treffen sich einmal im Jahr jede Menge Anwälte, Richter, Gerätehersteller, Behörden, Mitarbeiter in Goslar und diskutieren die unterschiedlichsten Themen. Und es wäre der 54. Verkehrsgerichtstag gewesen, da gab es die ganz klare Forderung und Empfehlung an die Bundesregierung, gesetzlich dafür zu sorgen, dass Rohmessdaten abgespeichert werden, beziehungsweise dass alle Daten abgespeichert werden, die eine nachträgliche Überprüfbarkeit eines Messwertes möglich machen. Und es wäre jetzt wahrscheinlich einfach für den Gesetzgeber, das zu beschließen. Ich meine, die Rohdaten sind ja da, die müssen ja irgendwo liegen. Das heißt, wenn die jetzt sagen würden, in Deutschland hier, was ein Gesetz kommt jetzt und sagt, das ist nur noch gültig, wenn die Metadaten da sind. Ja. Oder die Messdaten. Also mir würde zumindest kein Grund einfallen, der dem entgegenstehen würde, das sowohl technisch als auch gesetzlich in irgendeiner Form umzusetzen. Jetzt muss ich nochmal kurz fragen, Sie stehen jetzt hier zu dritt zusammen. Sie hatten mal Geräte, da waren die Messdaten alle drin und auf einmal waren sie weg. Und das hätte doch irgendjemand auffallen müssen. Ich frage Sie mal gerade. Ja gut, aufgefallen ist das ja schon, zumindest uns. Wir haben es ja dann für 2 Messgeräte, die diesen Umgang ja offengelegt, wie das dort passiert ist. Es ist einfach so, dass wir unsere Zulassung haben, dass wir die Rohmessdaten haben, dass wir ein Messergebnis des Messgerätes haben, was ja eigentlich dem zugelassenen Wert, in Anführungsstrichen, sofern es sowas geben kann, entspricht. Und die Prüfung dieser individuellen Messdaten, dieser vorhandenen Rohmessdaten, zeigt uns, dass wir plötzlich Abweichungen haben. Jetzt beginnen natürlich Diskussionen.
wenn wir auf wissenschaftlicher Basis bei Vorhandensein dieser Ursprungsimpuls, aus dem sich ja der Messwert generieren muss später, wenn wir da zu anderen Ergebnissen kommen, dann liegt ein rechnerisch anderes Ergebnis vor, als das Messgerät es angezeigt hat. Das heißt, wir haben einen abweichenden Messwert gefunden. Aber wer kam denn auf die Idee zu sagen, die Daten werden nicht mal abgespeichert? Ja, derjenige, der dann verhindern will, dass man nachprüft und zu anderen Ergebnissen kommt, der wird natürlich dafür sorgen, dass man diese Werte nicht mehr findet. Der Hersteller. Der Hersteller hat hier halt eben die Daten komplett weggelöscht. Der Hersteller hat bei ES3.0, also beim Messgerät der Firma ESO, die Daten, die vorhanden waren, nicht weggelöscht, sondern nur verschlüsselt. Wir konnten dann in weiteren Gerichtsverfahren auch dafür sorgen, dass hier tatsächlich diese Daten wieder offengelegt werden und im Verfahren wieder zur Verfügung gestellt wurden. In anderen Messverfahren traf ich da S350. Da waren nicht die Rohmessdaten drin, die werden nicht abgespeichert, aber es sind zumindest mal wenige Informationen vorhanden. Ich habe also Positionsdaten, die versehen sind mit Zeitstempeln. Und damit kann ich immer eine Wegzeitberechnung zumindest als Plausibilitätsprüfung durchführen. Und auch dort ist man hingegangen und hat diese Zeitstempel entfernt. Das heißt, es ist jede Prüfung ausgeschlossen. Sie haben nur noch ein Bild und können halt an gewissen Entfernungsimpulsen, die da sind, allenfalls konstatieren, dass irgendein Gegenstand sich dort befunden hat. Und das muss im Messzeitraum gewesen sein. Aber wann genau im Messzeitraum und wo genau, das wird man dann nachher nicht mehr ermitteln können. Super, wir kommen gleich zu Teil 2. Dort werden wir etwas mehr erfahren. Bis gleich, bleiben Sie dran. Teil 2, wir sind bei VUT in Saarbrücken-Burbach in Am Innovationsring 15 auf dem Innovationscampus. Genau, so mittendrin. Und hier ist eine spannende Firma. Ich hätte fast gesagt, Tatort ist gar kein Thema, denn es geht um Milliarden. Es ist ein Milliardengeschäft der Bußgelder, sage ich jetzt mal. Und in dem Milliardengeschäft gibt es wahrscheinlich offenbar auch Dinge, die helfen, dass, wenn jemand sich verteidigen möchte, es nicht mehr ganz so einfach ist, indem man einfach mal definiert, man hat ein Foto, da steht jetzt drauf, ich bin zu schnell gefahren und das war's. Alle Rohdaten, Messdaten sind auf wunderbare Art und Weise weg. Die sind verschwunden, obwohl sie theoretisch problemlos können abgespeichert werden. Das Ganze war auch mal so, das ist richtig. Und es ist leider tatsächlich so, dass bei den allermeisten Messgeräten diese Rohmessdaten nicht mehr abgespeichert werden. Was denken Sie denn, warum ist denn das so? Das ist eine schwierige Frage. Es gibt zumindest keinen technischen und keinen juristischen und keinen datenschutzrechtlichen Grund, diese Daten nicht abzuspeichern. Sie sind ja auch Jurist, ja, muss man ganz vorsichtig sein, aber was man spricht, er lacht, ja. Ich zeige mir gerade das Lachen von Ihrem Bruder. Wenn Sie mal kurz beschreiben, es gab mal im Messgerät, da war in der PNG-Datei, da waren alle Rohmessdaten drin. Das ist richtig. In den Dateien des Messgeräts vom Typ XV3 waren ursprünglich Entfernungsmesswerte drin. Damit konnte man die komplette Messung nachvollziehen. Zu was hat das denn geführt, Sie als Physiker? Jetzt konnte ich die Messung nachvollziehen. Konnten Sie ab und zu mal, also es gibt ja einige Dinge, die so eine Messung beeinträchtigen, oder? Das ist richtig. Das XV3 ist jetzt nicht das ideale Messgerät, um Messfehler zu finden. Das ist sehr sicher. Ja. Viel spannender war das ES3.0. Da konnten wir einen Haufen spannende Sachen in den Messsignalen finden. Zum Beispiel? Zum Beispiel, jetzt gerade aktuell streiten wir drum, als das Messgerät 2006 zugelassen worden ist, da gab es noch keine LED-Scheinwerfer. Und dieses Messgerät, das arbeitet rein optisch und in den Messsignalen sehen wir dann auf einmal jetzt bei modernen Fahrzeugen sehr kurze Ausschläge in den Signalen, die wohl aller Wahrscheinlichkeit nach von LEDs kommen und die dazu führen, dass die angezeigte Geschwindigkeit nicht der tatsächlichen Geschwindigkeit des Fahrzeugs entspricht. Echt? Dann muss Ihnen doch ein Herz aufgehen, oder als Physiker? So, als Physiker geht mir das Herz auf, sobald ich Messsignale zum Auswerten habe, weil dann kann man tatsächlich wieder ein bisschen was von dem anwenden, was man auf der Uni gelernt hat. Also nochmal jetzt, ich kann es ja immer noch nicht fassen, ja. Das heißt, es gibt Messgeräte, da sind irgendwelche Rechner drin, nehme ich mal an, Computer, die machen unter anderem was? Das heißt, die messen, wenn Sie das mal so ganz für Laien mal beschreiben, wie funktioniert so ein Messgerät? Radar zum Beispiel. Gut, bleiben wir mal von dem Messsystem als solchem weg. Grundsätzlich ist es so, dass Geschwindigkeitsfeststellung ja
eine Bestimmung von Zeit und Wegstrecke ist. Daraus ermittelt sich halt die Geschwindigkeit. Dass ich das nicht an einem Punkt machen kann, ist klar. Ich brauche eine gewisse Fortbewegung. Ich messe praktisch zweimal. Mindestens zweimal, je öfter, umso besser. Und Sie können sich vorstellen, dass jede Messung, die wir im Straßenverkehr durchführen, die durchgeführt wird, dass das eine Art Videofilm ist. Das geht bei ESO über 5, 6, 7 Meter, das geht bei Radar über 3, 4, 5 Meter, das geht bei jedem Messgerät zwischen, sagen wir mal, letzten Endes zwischen 3 Meter und 70, 80 Meter. Das sind die Messstrecken. Also vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen, wenn ich da so ein Gerät rechts am Straßenrand habe, das macht nicht Flash, wenn der Blitz auslöst, dann ist das noch nicht die Messung? Nein, wenn der Blitz auslöst, dann brauchen Sie ja nicht mehr bremsen, dann ist alles vorbei, dann ist alles gelaufen. Dann ist aus diesen ganzen Informationen der Messwert schon generiert und man hat entschieden, mach mir hier ein Bild, ich brauche dieses Bild vom Fahrzeug, der war zu schnell. Das Wichtige ist, dass dieser Videofilm, nenne ich ihn immer, dass der bei... Messdaten-Videofilm, wenn man so will. Messdaten-Videofilm. Den kennen wir bei einer Provida-Messung, also Messen durch Nachfahren mit Nachfahrsystem und Videoaufzeichnung, bei Abstandsmessungen von der Brücke herab. Da habe ich längere Videoaufzeichnungen, die kann man sezieren und man kann alles errechnen und bestimmen und man kann sagen, auch wer schuld ist. Achso, Sie können auch anhand der Videoaufzeichnung, brauchen überhaupt keine Daten, da sehen Sie ja zum Beispiel links einen Marker, da sehen Sie die Barken rechts an der Seite, Sie können das messen. Man kann dann immer Bestimmungen durchführen, es geht alles. So, und diese 7 Meter Messfilm, die wir bei manchen Messgeräten dann eben haben, die sind da, selbstverständlich. Wenn sie nicht da wären, wäre das Messgerät ja gar nicht in der Lage, überhaupt einen Geschwindigkeitswert zu ermitteln. Also die Daten sind da. Und anstatt jetzt zu entscheiden, wenn das Bild gemacht wird, speicher mir das bitte, entscheidet man halt im Augenblick, lösch mir das bitte. Und dieses lösch mir das bitte hat keine sinnvolle Gründe, ja. Bewandnis. Denn wenn wir von Datenmengen sprechen, ich brauche für das Bild, brauche ich für ein gutes Bild 3-4 Megabyte, die da abgespeichert werden. Ich brauche aber für die Messdaten allenfalls 500 Kilobyte. Das heißt, dann bin ich schon hoch auflösend, bin ich dann mit meiner Aufzeichnung. Das steht in keiner Relation. Das ist also kein Geld, das ist keine Zeit, kein Material, nichts. Es ist nur eine schlichte Vernichtung von Beweismitteln. So, jetzt gehe ich mal an den Juristen, jetzt wird es mich spannend, weil Sie haben sich ja eben der Aussage so leicht entzogen, also gesagt haben, was könnte da dahinter stecken, aber jetzt frage ich doch mal, wenn ich ein Gerät habe, da wurden mal Rohdaten aufgezeichnet, die sind jetzt weg, jetzt können Sie doch vor ein Gericht gehen und sagen, die waren mal da und die haben die einfach weggelassen, wir können es nicht mehr prüfen. Was sagen die Richter denn dann? Ja, dann sagen die Richter, das ist zwar schön und gut und stimmt vielleicht sogar, aber wir haben ja ein von der PDB zugelassenes Messgerät und wir haben das standardisierte Messverfahren und damit brauche ich diese Daten auch nicht, sondern ich vertraue darauf, dass bei der ursprünglichen Zulassung des Messgeräts durch die PDB, dass das Gerät einwandfrei geprüft wurde und dass das in 100% aller Fälle mir auch den richtigen Messwert liefert. Jetzt wird es ja spannend. Was ist das standardisierte Messverfahren? So, das hatten Sie mir immer kurz erklärt. Da kam ein Jurist auf die Idee, irgendwas ist ja Deutschland wieder mal typisch, irgendwas standardisiert. Man kann es einfach so verstehen, dass wir früher ja eben diese digitalen Messverfahren nicht hatten. Nicht diese Möglichkeit der Aufzeichnung. Ne? Wir hatten analoge Mess- und Aufzeichnungsverfahren. Da war halt nur Platz für den Nassfilm, für ein Bild. Das heißt, der Messwert wurde in irgendeiner Form generiert und dann halt im Bild abgespeichert und dann war die Sache weg. Um jetzt sicherzustellen, dass dann alles richtig läuft, hat man natürlich alle Parameter bestimmt, die jetzt beim Radar zum Beispiel für ein ordnungsgemäßes Messen notwendig sind. Das heißt, hohe Anforderungen an den Messbeamten. Er muss sich die Umgebung anschauen, er muss entscheiden, was Reflexionen liefern kann und muss so aufbauen, dass keine Reflexionen möglich sind. Er muss während des Messbetriebs aufpassen, er muss jede einzelne Messung beobachten und muss die Geschwindigkeit abschätzen, ob das in etwa plausibel ist. Ganz früher hat man sogar noch Tests mit der Stimmgabel durchführen müssen. Das heißt, man gibt eine Frequenz vor, zeichnet die auf, um nachher das richtige Aufzeichnungsverhalten, was zum Messwert führt, um das dokumentieren zu können. Der Bundesgerichtshof hat gesagt, ich kann natürlich nicht jedes einzelne Messergebnis nachvollziehen, aber ich will es so sicher wie irgend möglich machen und hat dann diesen Begriff des standardisierten Messverfahrens
aufgestellt und hat gesagt, wenn die PdB sich sehr gewissenhaft damit beschäftigt hat, hat alles geprüft, was an Fehlern passieren kann, hat das durch die Gebrauchsanweisung und andere Dinge ausgeschlossen, dann haben wir grundsätzlich, wenn die Zulassung erteilt wird, ein Verfahren, das geeignet ist. Das muss jetzt individuell fürs Gerät noch geprüft werden. Das heißt, jedes Messgerät muss geeicht sein. Das ist auch eine der wesentlichen Forderungen, die dann aufsteht. Jetzt habe ich es so langsam. Das heißt, das PdB, was heute nicht mehr zuständig ist dafür, richtig? Ja, es gibt zwar die PdB und die hat noch gewisse Funktionen, aber halt nicht mehr diese, ich lege fest, ich bestimme und bei der Anwendung übernehme ich auch eine Art Garantie, dass es dann nachher richtig ist. Die gibt es halt eben nicht mehr. Allenfalls noch bei bestehender, gültiger, alter Zulassung für Altgeräte, aber nicht mehr halt eben für die neuen. Ganz wesentlich, was noch dazu gehört, ist, dass natürlich auch alles an Anforderungen erfüllt sein muss, was in der Gebrauchsanweisung steht. Nur dann ist ja garantiert, dass der Wert so entsteht, wie die PdB sich das erhofft hat bei der Zulassungserteilung. Das ist ja auch nicht zu prüfen, weil auch da gibt es keine Vorschriften, dass alles... Da fängt es dann an, da sind wieder nachprüfbare, in der Gebrauchsanweisung steht viel und das ist jetzt dieses Spiel. Dann sagt der Beamte, dann habe ich alles richtig gemacht im Gedächtnisprotokoll. Das kommt jetzt darauf an, wer die Befragung dann durchführt. Und okay. Wenn Sie einen versierten Anwalt haben, der weiß, worauf es ankommt, der womöglich auch die Unterstützung des Sachverständigen hat, der ihm die richtigen Fragen gibt, technischer Art, die dann reingehen. Und dann haben Sie es schon schwer. Sagen ja, also, dann müssen Sie auf Fragen antworten, die Sie vielleicht gar nicht wissen, die aber vielleicht im Handbuch stehen. Genau, das ist die Regel in einem Verfahren, was die Spreu vom Weizen trennt. Sie werden also feststellen, ob Sie gute Messbedienstete haben. Ich nenne es mal bewusst Bedienstete, nicht Beamte. Denn der Kreis hat sich ja erheblich erweitert jetzt. Und dann stellen Sie fest, ob jemand die Funktionsart seines Messgeräts kennt, ob er die Anwendung kennt, ob er die Tests kennt, ob er weiß, was passiert, wenn er was verkehrt macht. So, jetzt gehen wir noch mal einmal kurz zu dem Physiker. Denn um die Sache rund zu machen, jetzt haben Sie die Messdaten nicht mehr. Oder nur an einem Gerät. Ja. Und im Prinzip, ich würde es ja als Hersteller und auch als Regierung genauso machen. Jetzt unterstellt man ja eine Regierung, die blitzen, weil natürlich der Verkehr entsprechend ordentlich laufen soll. Die sollen nicht zu schnell fahren, die Leute, die sollen nicht rasen und so weiter und so fort. Aber es geht ja um Milliarden. Und in so einem Geschäft sind ja auch Hersteller, die bauen so Geräte, die verdienen damit ihr Geld. Sie wiederum, sage ich mal, verdienen ihr Geld damit, den Leuten, die das anzweifeln, das auch zulässig. Im Prinzip ein Milliardenmarkt, ja. Wer könnte denn an dieser, ich sag mal, Forderung der Messdatenaufzeichnung, das würde Ihnen das Leben ja doch erheblich vereinfachen, oder? Wer könnte denn daran rütteln? Und im Prinzip ist der Jurist, der wird auch schon gerade ein bisschen heiß, ja, aber die Frage, die stelle ich mal ganz bewusst an Sie. Wer könnte daran rütteln, dass das eingeführt wird? Eigentlich könnte man es sogar über den Markt regeln. Die Hersteller könnten auch begreifen, dass es ein Alleinstellungsmerkmal ist. Das würden sie nicht tun. Das heißt, ich behaupte mal, es gibt nur zwei Stück hier in Deutschland oder drei oder vier, ja, und die kennen sich gut. Die haben das noch nicht so wirklich wahrgenommen, diese Möglichkeit. Jetzt frage ich mal hier, im Prinzip müsste da jetzt ein Gesetz ran, das sagt, oder? Da müsste ein Gesetz ran. Also es könnte sich natürlich über den Markt regeln. Der Hersteller, wie schon gesagt wurde, könnte sagen, nee, ich will transparente Messgeräte verkaufen. Die würden ja liegen wie Blei. Vielleicht, ja. Es könnten aber auch die Anwender sein, die sagen, zum Beispiel... die wollen ja Geld verdienen, die wollen keine Messergebnisse, die wollen ein Verfahren, ich habe ein Foto, das war so, Ende. Das kommt auf den Anwender an. Die Polizei verdient ja nicht an den Messverfahren. Die ist ja auch nicht mehr damit beschäftigt zu blitzen, das sind ja jetzt die Kommunen und die sind ja immer klamm. Da geht es dann wieder in eine andere Richtung, ja. Hey, aber jetzt mal Spaß beiseite. Das heißt, Ansatz wäre, die Politik müsste jetzt ein Gesetz erlassen, wo drin steht, Rohdaten müssen her. Ja, das könnte ein sehr einfaches Gesetz sein. Ist das ein Landesgesetz, Bundesgesetz? Das wäre auch über Landesgesetze zu regeln, aber mit Sicherheit. Wir sind nicht hier im Saarland, kleines Land. Kleines Land. Es könnte zum Beispiel in diesem ministeriellen Erlass drinstehen, es sind nur Messgeräte einzusetzen, die eine Nachvollziehbarkeit des Messwertes anhand von Rohmessdaten ermöglichen. Das wäre es schon. Können Sie mal gerade noch mal Ihren vollen Vor- und Zunamen sagen? Michael Grün. Michael Grün, Sie sind auch Jurist, das heißt, Sie kümmern sich darum, dass, also das ist ja mal eine klare Aussage, das heißt, es würde Ihnen das Leben natürlich massiv erleichtern, das heißt, mit diesen Rohmessdaten könnten Sie als Physiker richtig viel Spaß haben, oder? Das ist richtig. Sag mal so. Jetzt gibt es aber keine rohe Sahne. Wir wollen es nicht allzu kompliziert machen. Ihre Firma ist darauf spezialisiert, im Prinzip aus den, auch wenn es keine Rohmessdaten gibt, gibt es immer noch genug zu tun. Ja, das heißt, die Geräte, wenn es zum Beispiel regnet, gibt es da Anweisungen?
Jetzt so direkt fällt mir mit dem Regen wenig ein, weil es verhagelt ihnen, der Regen verhagelt, ist auch gut. Die Messwerte, also entweder habe ich weniger Ergebnisse, erreiche also schlechte Ergebnisse, aber dass der Messwert an sich beeinflusst wird, ist uns jetzt noch nicht bekannt, da ist uns noch nichts. Aber sonst so, wenn jetzt ein Fahrzeug zum Beispiel daneben fährt, jetzt habe ich erfahren, die schneiden ja nur das Foto aus, auf dem Foto sieht man ja noch viel, viel mehr. Ja. Ist da die Möglichkeit, das Foto einzusehen, das Originalfoto? Können Sie das sehen? Prinzipiell ist es so, dass das Einschalten eines Sachverständigen nur dann Sinn macht, wenn tatsächlich jemand das Beweismittel auch besorgt hat oder das, was zu erstreiten ist. Es ist ja normal, wenn ich das Foto kriege, ist ja jetzt nur das Gesicht zu sehen, da ist eine Zahl zu sehen, das Kennzeichen ist zu sehen, der Rest drumherum ist weggemacht. So, das ist ja oft so. Das heißt, das Originalfoto ist ja viel größer, da ist ja nicht nur das Gesicht drauf, oder? Gut, das ist natürlich dann schon die erste schlechte Aktenführung, die überhaupt erstellt wird. Ne? Das ist eine ursprüngliche Untersuchung, die wir mal durchgeführt hatten bei uns im Hause, weil das hat uns geärgert, vom Anwalt gefragt zu werden, du schau mal bitte, ist der Vorgang in Ordnung, ja oder nein? Und ich muss dann jedes Mal dem Anwalt sagen, pass auf, das kann ich nicht beurteilen, weil da fehlt mir noch. Und das Erste, was fehlt, ist natürlich das ganze Bild. Mit einem halben Bild können Sie gar nichts machen, das können Sie vergessen. Das heißt, es lohnt sich gar nicht, in dem Moment den Sachverständigen einzuschalten. Es sei denn, er ist gleich beauftragt, auch die Akte zu komplettieren. Das heißt, alles an Beweismittel anzufordern. Wenn ich jetzt das volle Bild habe und ich sehe zum Beispiel, auf dem Bild ist noch ein Auto, was sich bewegt. Ist das gut oder schlecht? Das kommt auf das Messgerät an. Also es gibt einige Messgeräte, da ist es dann, führt das dazu, dass die Messung zu verwerfen ist. Bei anderen Messgeräten, gerade bei dem ES30, kann es halt sein, dass das andere Fahrzeug einen Haufen von dem offensichtlich zu schnellen Fahrzeug wegschneidet oder verdeckt, sodass man dann zu wenig Messdaten hat zum Auswerten. Also es ist auf jeden Fall schon mal gut, höre ich gerade von Ihrem Vater. Ja. So, aber jetzt on detail, im Prinzip ist Ihre Firma jetzt mitten im Saarland, in Saarbrücken, dafür zuständig, deutschlandweit die Rechtsanwälte zu betreuen. Sie kümmern sich um alle erdenklichen Fälle, ob mit oder ohne Rohdaten, um es mal zusammenzufassen. Und Sie verdienen damit Ihr Geld. Und wie viele Leute nochmal? Mit uns 25 insgesamt. Okay, das scheint ja doch bei den Milliardenmarken ein lohnendes Geschäft zu sein, ja, sich auch mal darum zu kümmern, ob alles richtig ist, oder? Ja, sicher. Es ist immer ein lohnendes Geschäft, sich um Qualität zu bemühen und festzustellen, ob denn tatsächlich alles so läuft, wie es denn laufen sollte. Das passiert halt leider viel zu wenig, viel zu selten. So ein bisschen, Sie waren ja mal dort auf der anderen Seite, direkt bei der Polizei. Sie blicken so ein bisschen im Vorgespräch, so ein bisschen wehmütig an die Zeiten zurück, als die Beamten, Sie haben immer noch gesagt, da wird alles aufgeschrieben, zehnmal gemacht und getan und so weiter. Ist heute nicht mehr so. Das heißt, die entsprechenden Dokumentationspflichten sind nicht mehr so stark. Es wird, oder viele Tätigkeiten, das will ich jetzt nicht nur auf diesen Bereich beziehen. Es ist ja eine Krankheit meines Erachtens unserer Gesellschaft heute, dass wir in vielen Bereichen einfach viel zu oberflächlich mit allen Dingen umgehen. Vor allen Dingen das Einhalten von Regeln führt ja überall dazu, dass die Qualität jedweder Arbeit, dass die zurückgeht. Hier ist es halt ganz eklatant, weil die Behörde im Grunde genommen die ganze Zeit ohne Kontrolle arbeitet. Man versucht zwar, eine anwaltliche Kontrolle in der Verteidigung durchzuführen, stößt aber sofort an seine Grenzen, weil kein Beweismittel da ist. Was soll der Anwalt dann noch machen? Unsere Arbeit hat sich da immer tiefergehend jetzt in den letzten 10 Jahren spezialisiert, aus dieser einfachen Prüfung, wie wir sie von vor 10 Jahren noch kennen, doch eine qualitativ sehr hochwertige zu machen, dass wir also nicht nur das Einhalten der Gebrauchsanweisung, sondern dass wir das Nachfordern halt von Rohmessdaten zu einem gewissen Aufgabenbereich entwickelt haben. Dort, wo man es uns verweigert oder wo wir anhand geringfügig vorhandener Daten Abweichungen feststellen, dann halt weitergehen in der Prüfung, welche Anforderungen gab es denn bei der Zulassung oder gibt es, welche Regeln müssen Anwendung finden, um dann festzustellen, es sind auch von diesen Regeln nicht alle angewendet worden. Das heißt, wenn Sie so eine Prüfung durchführen, ist es heute hochinteressant, mit einem akkreditierten Unternehmen zu reden. Wir hatten eins an der Hand, um im Gerichtsauftrag auch ein Messgerät zu prüfen, ein anderes. Ach so, Sie hatten mal eins hier. Wir haben auch welche hier, ja. Um dieses Gerät dann zu prüfen und auf den Prüfstand zu stellen. Und dann haben wir nur diese Gedanken, die zusammengetragen werden, was man alles prüfen will und in welcher Art man es prüfen kann. Das zeigt auf,
wie immens die Bandbreite anzuwendender Regeln tatsächlich ist. Und jede Regel, die Sie haben, birgt immer eine Frage, ob denn tatsächlich auch etwas geschehen ist oder nicht geschehen ist. Und das ist etwas, was man feststellen muss, je tiefer man geht, umso mehr unbeantwortete Fragen bleiben. Genau, so, und vielleicht das Wort zum Abschluss haben nochmal Sie, weil das immer ganz spannend ist. Sie haben sich ja jetzt nicht umsonst dazu entschieden, hier zu bleiben, ja, in so einem spannenden Krimi wie die Messgeräte. Haben Sie das in Ihrer Laufbahn schon mal erlebt? Was haben Sie entsprechend während des Studiums berichtet? Gut, also wenn man Jura studiert und danach auch noch das Referendariat absolviert, man geht ja schon mit so einem gewissen Gerechtigkeitssinn dann aus so einem Studium raus und mit gewissen Vorstellungen, wie sowas dann ablaufen sollte, auch in der Praxis. Ist natürlich wie überall, die tatsächliche Praxis ernüchtert dann ein Stück weit. Aber das jetzt wie in dem Bereich Ordnungswidrigkeitenverfahren, wie ja doch lax mit gewissen Vorstellungen, die man im Studium eigentlich vermittelt bekommt, umgegangen wird. Nämlich ist es einfach kein Beweismittel mehr da. Und wie viele Richter dann auch bereit sind, da einfach drüber hinwegzugehen, das ist doch schon sehr erschreckend. So, das bedeutet, ganz klare Aussage, die Beweismittel werden offenbar vernichtet von den Herstellern, anonymisiert, chiffriert, unkenntlich gemacht oder einfach wie in dem Fall einfach nur mit Nullen überschrieben. Man kann sich jetzt natürlich auch denken, warum. Also das ist nicht allzu schwer, aber letztendlich wird die Politik entscheiden, ob das so bleibt. Aber Sie hätten kein Problem, auch wenn die Daten wieder da wären, Sie könnten weiter bestehen. Absolut. Okay, super. So, vielen, vielen Dank. Ja, interessant, wenn Sie noch mal ganz kurz den Namen Ihrer Firma sagen. Ja, das ist die VUT Sachverständigengesellschaft hier in Saarbrücken-Burbach auf dem Innovationscampus im Innovationsring 15 finden Sie uns. Und wir sind gerne bereit, unsere Arbeit auch in den Kreisen, die jetzt nicht genau mitbekommen haben, wie die Prüfung in solchen Verfahren abläuft, sprich Anwaltsverein und Ähnliches, mal zu dokumentieren, wie es passiert. Und wenn wir darüber reden, wo Informationsveranstaltungen dieser Art jetzt mit großem Informationsgehalt laufen, sollte man sich gerade als interessierter Anwalt nochmal auf der Internetseite anschauen, den Verkehrsrechtstag hier in Saarbrücken, den Verkehrskongress, den wir in Saarbrücken durchführen am 1. Juni, wo dann tatsächlich alle interessanten Themen, die im Augenblick diskutiert werden, rund um das OWI-Verfahren tatsächlich auch heiß diskutiert werden. Super, vielen, vielen Dank. Und Sie sollten dann zum Rechtsanwalt gehen und nehmen Sie sich auf jeden Fall die Hilfe der Firma VOT, echte Saarländer aus dem Saarland, hier mitten in Saarbrücken. Vielen, vielen Dank für das nette Interview.